Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Wir sind jetzt hier im ersten Film, die Jäger der verlorenen Arche oder sowas. Glaube ich jedenfalls. Und wir fangen einfach mal an. Das kennen wir schon aus dem ersten Film, aus dem ersten Spiel natürlich. Servus. Es sind wir. Naja, guck mir nicht auf meine Brust, mein Freund. Aha. Einfach mal weggesnackt. Das hier ist semi-gut. Und ich habe gerade gesehen, dass ich die extra nochmal anmachen muss. Ich würde sagen, wir auch schnell mit euch zusammen, weil das geht einfach schnell, als würde ich jetzt den Part beenden und nicht machen. So, wir sind jetzt da mit 8-fach Punkten. Denn damit kriege ich halt schneller meinen wahrer Abenteurer, oder? Nur Abenteurer? Ich glaube, wahrer Abenteurer war es hier. Kannst du aufhören, den ganzen Quatsch zu zerstören? Ich brauche das noch. Ich glaube, es ist auch allgemein kein so schweres Level hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier tun soll. Minikits gab es ja hier nicht. Ja, okay, hier bin ich sicher. Dann nehmen wir das mal so hin und bauen das Klavier mal auf. Ob wir das brauchen, weiß ich natürlich nicht. Moment mal. Peitsche holen. Und den hier machen, dann machen wir mehr Schaden. Bzw. häufiger Schaden. Ja, im Endeffekt ist ja auch häufiger mehr Schaden. Also, wir schlagen einfach besser zu, schneller zu. Okay, können wir eine Leiter bauen, oder? Ne, wir bauen den Stuhl. Klar, wir bauen hier einen Stuhl. Also ich kann den werfen, okay. Soll ich mir das ins Gesicht werfen? Also im... hier, nicht ersten Teil, doch im ersten Spiel, war der Fight auf jeden Fall anders. Da, war das Layout, glaube ich, anders. Ich glaube, wir haben dann in diese Richtung hier geguckt und, also wir haben praktisch aus anderen Richtungen geguckt, da wo er jetzt steht. Wenn ich mich recht entsinne. Spiel ist, nee, ist nicht geflasht. Gut. Also Geldprobleme sollte mir jetzt vermutlich weniger haben, weil wir ja, halt 8-fach Punkte. Gibt's hier an der Kante noch irgendwas? Na. Kann ich dem jetzt einfach auch eine Banane sich werfen und das würde reichen? Oder soll ich hier die Stühle bauen? Ich bin auch gut, dass ich einfach keinen Schaden bekomme. Obwohl mich die ganze anlasert. So, den müssten wir sprengen. Aber ich habe doch keinen Sprengstoff. Wie soll ich das machen? Da ist noch ein Stuhl. Okay, das klappt leider nicht. Aber das kann ich machen. Und ich kann auch das hier einfach werfen. Achso, Moment mal. Ah. Okay, wahrscheinlich habe ich mir das nur kurz aus der Hand, da muss ich irgendwie den Strahl gleich umleiten. Oh, jetzt muss ich das hier zusammenbauen. Im Endeffekt, es macht mir echt gar keinen Schaden, oder? Nö. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass mir keinen Schaden macht, weil Unbesiegbarkeit hat mir gerade nicht angemacht. Ich habe nur die Punkte angemacht. Okay. Jetzt gibt es hier einen Fight. Das war ähnlich, aber ich glaube, vorher gab es irgendwie ihn mit einer Pistole. Und dann ist aber noch eine andere Person mit der Maschinenpistole reingekommen. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, so müsste es hier sein. Okay, es macht mir einfach keinen Schaden. Ich kann einfach hier ganz entspannt das aufbauen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht geschlagen werde. Okay, doch, es macht mir Schaden, es tötet mich auch. Und ich habe irgendwie gar nicht gemerkt, wie oder warum. So, dann schieben wir das ja halt auch wieder da hinten hin. Moment mal. Moment, jetzt muss ich den hier noch tauschen. Das war den hier schieben. Wahrscheinlich soll ich den dann
irgendwie darauf schießen lassen. Oder was ist hier der Plan? Ach, warte mal, die Dinger leuchten? Soll ich die einfach auf die leuchtende Position stellen? Ah, okay. Ja gut, ich dachte, ich könnte das irgendwie anders lösen, aber anscheinend nicht. Okay, die Schüsse wahrscheinlich einfach nur da, um ihn halt irgendwie erstmal zu verschrecken, dass man halt hier entspannt das Teil aufbauen kann, wenn man das braucht. Genau, da ist der gekommen mit der Maschinenpistole. Er hatte, glaube ich, vorhin eine Pistole nur gehabt. Okay, der wehrt meine Schüsse ab. Ich kann die ja schon mal richtig hinstellen. Au. Nur das brauche ich ja gar nicht. Na okay, ich muss ihn wahrscheinlich erstmal fesseln. Warum kommst du jetzt wieder? Vielleicht soll ich dann doch eher darauf schießen? Ja, okay, gut. Jetzt hat's. Der muss halt darauf schießen, dann wird er selber weglasern. Hallo, Freund. Einfach durchspammen. Das klappt schon. Und die anderen habe ich einfach mal alleine. Ja, es war ganz schön warm, ne? Ich bin einfach durchs Fenster. Hm, der Laden brennt ein wenig, ne? Lieber abhauen. So, die Mission ist vorbei, jetzt haben wir Marion dazu bekommen. Aber Marion hat keine Schaufel. Können wir mit Marion irgendwas tun? Ach, die können wir erstmal hier verprügeln. So, die Frage, ob es zwei sind. Einmal die schießen, einmal nur die normalen. Ne, ich möchte dich gerne gefangen nehmen. Sherpa-Schläger, ja. Machen wir. Also mit ihr können wir das hier machen. Das da habe ich aber schon irgendwas gemacht anscheinend. Ich denke mal, wir können auch in diesen Raum gleich wieder reingehen. Aber ansonsten kann ich jetzt erstmal nichts machen. Was brauchen wir hier? Mit einem Schwert. Okay, habe ich nicht. Und Sprengstoff. Habe ich auch nicht. Gut, dann können wir es nicht machen. Wo sollen wir überhaupt hin? Ich kann hier raufspringen. Ich weiß immer nicht, wie ich nach da oben komme, ne? Also das hier wird irgendwie so kaputt machbar. Aber ist es anscheinend nicht. Ich erwarte, dass wir irgendwie da hoch können, aber von wo aus? Weil hier rutscht man ja auch nur runter. Ich weiß so leider nicht, wo ich überhaupt hingehen soll, so storytechnisch. Okay, da hinten ist, da können wir erstmal Marion was machen. Ich tippe mal darauf, dass wir jetzt hier hingehen müssen. Ich habe die Story leider nicht mehr im Kopf. Brauchen sie etwas geschickter. Das habe ich gemerkt. War es jetzt hier schon, dass wir jetzt in irgendeiner Stadt sind? Ja, anscheinend. Dann würde ich sagen, können wir hier erstmal die Story komplett durchspielen. Und danach dann erst die beiden Spiele-Dinger in der Overworld machen. Außer wir haben jetzt irgendwas gerade neben uns, was wir gerade machen können. Oder halt der Pass gerade vorbei. Guck ich noch ein bisschen rum. Okay, er hat das Schaufel mal perfekt. Wer auch immer du bist. Salah! Ehre! Ich
Schon wieder nicht die Szene hier, dass er erschoss, oder? Doch, er. Ich glaube, die Szene war, dass er den Gegner erschießt. Aber. Was soll ich sagen? Ich glaube, die konnte man nicht selbst spielen. Es war nur so eine kleine Sequenz oder so. Vielleicht können wir auch wieder den hier rausholen. Moment, das war falsch, so. Weil das ist ja einfach ein bisschen effektiver. Danke, Sala, dass du uns die Schlange am Hals holst. Weil Indy mag ja keine Schlange, wir wissen. Weil er als Pfadfinder oder sowas in eine Schlangengrube gefallen ist, in einem Zug, in den er eingebrochen ist. Ich glaube, so wurde das erklärt im Spiel. Also diese Geräusche sind echt nervig in dem Spiel, aber gut, das war ja schon in den ersten, in den neueren Filmen so. Okay, wahrscheinlich musst du dem Affen auch noch irgendwas geben, oder? Nehmen wir ein Fahrrad. Also wir müssen wahrscheinlich wieder hier die Bananen geben, damit er uns den Schlüssel gibt. Oder das Drehschloss. Aber erstmal müssen wir jetzt die bösen Soldaten bekämpfen. Das waren hier, glaube ich, die Deutschen. Das weiß ich, glaube ich, sind sogar eher Nazis und nicht, also nicht allgemein so Deutsche, sondern halt wirklich Nazis. Okay, das kann ich einfach nur runterziehen, dann ja, passieren Dinge. Noch Geld habe ich auch schon zusammen, habe ich gar nicht gemerkt, wenn ich ehrlich bin. Ach, das kann immer alles zerkloppen hier. Ich finde das einfach super, einfach mit einer schwingenden Peitsche durchlaufen, als der Klopp was er findet. Das ist Peak Gameplay für mich. Natürlich kommt da jetzt auch noch einer durchgefahren. Ne, nicht. Ah, ne. Es kommt keiner durchgefahren, ich nehme es zurück. Natürlich kommen noch Kamele durchgelaufen. Und die fliegen ja jetzt auch. Also mit denen kann man ja irgendwo höher raufspringen. War das ja, glaube ich. Also ich glaube, war es ein. Im ersten Teil auch so, oder war es nur bei den Pferden? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, hier sind es auch die. Ja, gib her. Auch die Kamele. Hast du auch mal einen Schuss abzuwehren? Das ist unhöflich von dir. Also, ihr seid da vorne. Und da soll ich dann wahrscheinlich irgendwie noch da oben, dann kriegen wir. Noch eine Schaufel? Ne, aber das war schon richtig. Okay, das klappt nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich ehrlich. Okay, ich brauche dazu wirklich ein Gewehr anscheinend. Oder ich schmeiß einen Apfel ab oder was es ist und der fällt runter. Okay, das klappt nicht. Aber ich dachte, ich kann mit dem höher springen. Das war doch in dem Spiel hier so. Okay, kannst du das bitte nicht machen? Das wäre echt cool. Nein, das wollte ich aber. Ich wollte das hier haben. Meine Güte, und jetzt beißt zu. Die Blocken ist auch echt nervig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Meine Güte. Okay, muss ich näher ran anscheinend. Gib das Gewehr her, danke. Au. Ich bin ja schon, was ich dachte, ne, ist was Salat, den wollte ich gar nicht schlagen. Kann ich zielen mit dem Ding? Ist ja nervig. Da muss ich es leider so machen. So, euch kaputt geklappt. Okay. Was ist denn hier los? Na,
Okay, ich brauche ein Schwert, wenn die ein schwarzes Schwert haben. Und dann mache ich so eine coole Kampf-Cutscene wie in, ich glaube, Lego Herr der Ringe? Ich nehme mal ein schwarzes Schwert. Lass mal fast tot sein. Hero. Die haben auch gar keinen Bock auf mich, okay. Wie viel kann ich denn mitnehmen? Ich habe jetzt zwei Schwerter. Das Gewehr habe ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Okay, den habe ich mir, dann kann ich einfach abhauen, oder? Ah, okay, ich muss das hier so machen, damit ich da hochkomme. Und dann wollen sie sich mit mir prügeln. Okay, da gibt es noch neue Schwerter, wenn man die brauchen sollte. Das hat hier perfekt funktioniert. Au. So, jetzt habe ich euch besiegt. Was brauche ich jetzt noch? Okay, hier gibt es einfach nur Schwerter. Ist das die Szene? Ja. Hm. Hat nicht so gut funktioniert. Okay, haben wir das geschafft. Salah, das heißt, dann können wir jetzt das Flugzeug ausgraben. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Geld wir brauchen. Ich glaube, wir brauchten 6 Millionen für die 10-fach-Punkte, oder? Was gab es hier noch Schönes? Geld. Ja, okay, das können wir echt kaufen. Kostet ja nichts. 60.000. Ich würde sagen, jetzt machen wir kein neues Level mehr und fangen eher damit an, hier so ein bisschen Quatsch zu machen. Ah, da können wir da wahrscheinlich unten runterrutschen, wenn wir das Flugzeug haben. Ja, kaufe ich einfach, weil. Warum nicht? Spiel, was machst du denn? Wieso drückst du. Also ganz ehrlich, das mit diesem Fallschirmspringen ist sowas von zum Kotzen. Warum fahre ich denn da runter? Also. Nee. Verstehe ich nicht. Vielleicht muss ich noch viel weiter hinfliegen. Für mich war es so, ja, ich bin jetzt da drüber, ich springe runter und springst du. Ach ja, du willst doch komplett runterfallen. Gar kein Problem, guter Freund. Ja, und jetzt? Wieso? Wieso darf ich da nicht hin? Okay, Schwert habe ich noch nicht. Den kann ich mir vielleicht kaufen. Und spreche auf die. Oh, nee, da muss ich noch warten, bis ich einen neuen habe. Wir kämpfen noch gegen die Soldaten und die können wir uns wahrscheinlich auch noch demnächst kaufen. Die brauchen wir auch für links unten. Okay, ich versuche es nochmal, ob ich da irgendwie hochkomme. Nein, es geht nicht. Ich werde weggeleitet davon. Vielleicht, wenn ich das hier mache, komme ich dann da oben irgendwann nochmal raus. Ja, gefällt mir nicht so gut. 100.000 ist ja auch nicht so viel. Also ist ja schon eine recht große Menge Geld. Aber hier ist nicht unmenschlich viel Geld. Genau, hier kann ich mir schon mal Schwertkämpfer kaufen, das ist schon mal gut. Dann holen wir uns den hier auf jeden Fall noch. Kannst du aufhören, hier, wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Zu verprügeln. Du sollst mit mir prügeln. Ist ja gut, dass ihre Schwerter nicht ziehen, sondern einfach sich auf Faustkampf einlassen. Ist wahrscheinlich nicht das Smarteste. Und das killt der Bandit, der kostet aber nichts. Haben wir eigentlich noch weiter extra schon gekauft? Silhouetten, Verkleidung, AA-Geld. Nö, dann haben wir alles, was wir jetzt soweit aktuell bräuchten. Das müssten wir sprengen. Können wir noch nicht. Was kostest du? Ja, komm, kaufen wir uns den Army Jeep. Dann können wir beim nächsten Mal, wenn wir noch Zeit über haben, das Rennen. Ne, das Rennen nicht machen. Wahrscheinlich dann das hier. Los mit dem Army Jeep. Ja, genau. Dann können wir das dann noch machen beim nächsten Mal.
Gut, dann würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.